Hallo und herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Ich zeige euch heute das Rezept für australische Kuchenhäppchen, nämlich Lamingtons. Kennt ihr Lamingtons? Nein? Dann habt ihr bis jetzt was verpasst. Ich zeige euch nun, wie das geht. Mein Video ist Teil einer Kooperation von TV, Snacks und Drinks für den perfekten Dschungelabend. Neben mir machen tolle andere Kanäle mit. Ich habe euch alle verlinkt unten in der Infobox und am Ende des Videos. Unbedingt auch bei den anderen YouTubern reinschauen. Ich zeige euch nun, wie die Lamingtons gehen. Als erstes rühre ich die weiche Butter mit dem Zucker cremig. Als nächstes gebe ich die Eier einzeln dazu. Das Mehl vermische ich mit dem Backpulver und Salz. Nun gebe ich im Wechsel Mehl und Milch zum Teig. Den fertigen Teig fülle ich in meine Backform. Ich verwende eine 20x20 cm quadratische Backform. Meine Backform habe ich mit Butter ausgestrichen. In die Backform fülle ich nun den Teig. Den Teig verstreiche ich in der Form. Den Teig backe ich bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in der Ofenmitte. Den Teig habe ich für 25 Minuten gebacken und stürze ihn nun auf ein Schneidebrett oder wenn ihr einen Kuchengitter habt zum Auskühlen. Der Kuchen hat nun abgekühlt, ich habe ihn am Vortag zubereitet und schneide ihn nun in 16 hoffentlich gleich große Quadrate. Für die Glasur der Lamingtons habe ich Puderzucker gesiebt, Kakaopulver gesiebt, Butter abgewogen, Milch abgewogen. Das brauchen wir für unsere Kakaoglasur. Kakaopulver gebe ich schon mal zum Puderzucker. Dazu gebe ich die Butter und die Milch und gebe das Ganze über mein Wasserbad und verrühre das nun zu einer Glasur. Zum Glasieren nehme ich mir einen Lamingtonwürfel und tauche den von allen Seiten in die Glasur und dann gebe ich den kurz auf mein Abtropfgitter und lasse es ganz kurz antrocknen. Und so mache ich das auch mit dem nächsten. Jetzt nehme ich den Würfel nochmal und wälze ihn. Oder bestreuen, besser gesagt, es geht einfacher mit Kokosrand. Jetzt freuen wir schon, so einen fertigen Lamington zu probieren. Auch schon tun sie ja schon köstlich. Also total lecker. Also wenn ihr wählen könnte, länger im Dschungel bleiben oder so einen leckeren Kuchen essen, den müsst ihr mal sofort rausholen. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr auf meinem Blog www.mrsflori.com. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachbacken und Ausprobieren von den Lamingtons. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Unbedingt auch bei den anderen YouTubern vorbeischauen. Ich habe euch die Kanäle verlinkt unten in der Infobox. Und hier auf der Endcard seht ihr nochmal alle Teilnehmer mit den Drinks und Food für einen leckeren TV-Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.